Er kommt aus dem hohen Norden. Für ihn hier kein einfaches Parkett. Machen Sie es ihm leicht. Einen großen Applaus für den SPD-Chef Lars Klingbeil. Starte mit Ohre Alaf, haben sie gesagt, wenn du dich schon auf die Bühne wagst. Ohre Alaf, gleich zu Beginn, um die Herzen der Menschen im Saal zu gewinnen. Von weit, weit her bin ich gekommen, hab mit großem Respekt jetzt diese Bühne hier erklommen. Der Lars aus Niedersachsen, dort wohnhaft und aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Karneval gibt's dort kaum. Dafür Wölfe, Heidschnucken, kilometerlange Weide. Nun stehe ich hier angespannt, zittrige Knie. Es gibt Politiker, die können und wissen alles, aber wissen Sie, ich bin kein Wolfgang Kubicki. Die Ehre für mich zu sprechen hier ist groß, seit Tagen spüre ich im Hals diesen Kloß. Was mich beflügelt und wo ich mir sicher bin, dass ich als Norddeutscher am Ende jedoch bei Freunden bin. Ja. Liebe Närrinnen und Narren, vielen Dank für den Empfang, vielen Dank für interessante Stunden, die ich heute erleben durfte. Das ist für mich in der Tat das erste Mal hier in Aachen bei Ihnen. Und wissen Sie, wenn ich in den letzten Wochen unterwegs war und jemandem erzählt habe, dass ich als Niedersachse beim Orden wieder den tierischen Ernst auf der Bühne stehen werde, dann haben mich viele betroffen angeguckt oder haben auf den Boden geguckt. Manche haben das freundlich und höflich probiert und haben gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst? Also ganz sicher. Und andere haben mir direkt zu verstehen gegeben, dass eine Büttenrede wahrscheinlich nicht zu meinen größten Stärken gehört. Ich bin in der Tat kein sehr lustiger Mensch. Ich meine, ich bin Norddeutscher. Und ich bin SPD-Vorsitzender. Da hast du mit Spaß nicht viel am Hut. Ich hatte Sitzungsanfragen in den vergangenen Jahren in Köln, in Düsseldorf und was weiß ich wo noch überall. Aber ich habe mich immer entschuldigt, ich habe mich rausgemogelt, ich konnte immer erfolgreich sein. Aber dann kam der Anruf hier aus Aachen. Und als erstes habe ich meinen Freund Martin Schulz angerufen, um eine fachmännische Unterstützung zu bekommen. Martin hat gesagt, mach es, mach es. Und dann treffe ich Martin 4 Wochen später wieder, sage ihm, ich habe jetzt zugesagt in Aachen, ich werde auf der Bühne stehen. Da guckt er mich mit großen Augen an und ruft, bist du irre? Du bist doch überhaupt nicht witzig. So geht man mit SPD-Vorsitzenden der eigenen Partei um, liebe Festgemeinde. Aber ich habe von Martin Schulz auch etwas anderes gelernt. Aachen ist natürlich im Schatten von Würselen der Nabel der Welt, die Mitte Europas, die Hochburg der 5. Jahreszeit, die humorvollste Stadt Deutschlands. Und Aachen ist politisch gesehen ja auch ein ganz gutes Pflaster, die Region der gescheiterten Kanzlerkandidaten. Martin Schulz aus Würselen, Armin Laschet hier aus Aachen. Hallo Herr Merz, Sie wohnen ja auch nah dran. Und wissen Sie, meine Karnevalserfahrung geht wirklich gen Null. Ich war vor Ewigkeiten mal beim Kinderfasching als Kind, verkleidet damals als Seeräuber oder Zorro. FDP-Kollegen im Raum werden sich jetzt sagen, typisch Sozi, der war als Kind schon so drauf, dass der anderen was wegnehmen wollte. Aber
Ob das etwas wird mit mir und der Karnevalskultur, ich habe keine Ahnung, aber ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube an Dinge, an die sonst keiner glaubt. Ich meine, das war auch der Grund, warum wir bei 12% einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Und das war übrigens einer der wenigen Momente im Leben, als mich Menschen mal richtig witzig fanden. Als ich bei Lanz und anderswo gesessen habe und gesagt habe, der Olaf wird Kanzler. Da haben alle gelacht über mich. Alle haben gelacht. Und das war ja auch so. Der SPD ging es eine Zeit lang nicht gut. 11, 12, 13%. Im Vergleich zu uns waren Schalke und der HSV echte Erfolgsgaranten und Überflieger. Und dann ging das aber aufwärts, bis hin ins Kanzleramt mit einem ganz einfachen Rezept. Wir haben uns einfach mal nicht mehr gestritten. Dass uns das vorher nicht aufgefallen ist. Aber bitte vergessen Sie es auch gleich wieder, nicht, dass CDU und CSU das noch kopieren. Und wo ist Herr Wüst? Herr Wüst, lassen Sie den Merz nicht so einfach durchkommen mit der Kanzlerkandidatur. Sie sind gut, Sie können was, bitte nicht unterbuttern lassen. Das bringe ich Ihnen als Botschaft mal mit. Ich dachte ja früher, CSU, das ist sowas wie die CDU, nur mit Leberschaden. Aber dann kam der letzte Bundestagswahlkampf. Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch? CDU, CSU, die Schwesterparteien Laschet, Söder. Ich meine, im Gegensatz zu denen haben Prinz Harry und Prinz William wirklich ein intaktes Familienverhältnis. Und gleichzeitig muss ich sagen, auf Markus Söder lasse ich hier nichts kommen. Den mag ich, Erfolg schweißt zusammen und uns verbindet ja ein großer Erfolg. Ich meine, Markus und ich, wir haben zusammen dafür gesorgt, dass Olaf Scholz Bundeskanzler dieses Landes wurde. An dieser Stelle nochmal ein großer Dank an Markus Söder. Und übrigens zu Olaf Scholz. 5-mal habe ich den gefragt, ob er mir einen großartigen Witz für diese Rede beisteuern kann. 5-mal. Und 4-mal hat er gescholzt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, scholzen. Da grinst der einen so an und sagt nix. Und dann bin ich ein bisschen lauter geworden und habe gesagt, Olaf, ich bin ein Parteivorsitzender. Du kannst jetzt auch mal was für mich machen. Ich brauche jetzt einen großartigen Witz für Aachen. Und wissen Sie, was seine Antwort war? Ich kann mich nicht erinnern. Ich hab mit Boris Pistorius vor ein paar Wochen gelost. Einer macht das Verteidigungsministerium, der andere geht zum Orden wieder den tierischen Ernst. Das Ergebnis ist bekannt. Ich habe gewonnen. Ich darf heute neben der Ritterin Annalena sitzen, worüber ich mich sehr freue. Und Pistorius und ich, wir hatten uns vorher noch ein bisschen beraten, auch mit der Kollegin Kramp-Karrenbauer, wo man eher ins Fettnäpfchen treten kann, in der Bütt oder im Verteidigungsministerium. Sie hat gesagt, das nimmt sich eigentlich nichts. Wissen Sie, ich bin in Munster aufgewachsen, am größten Standort des deutschen Heeres. Wenn du dann Munster aufwächst, dann gehst du davon aus, dass Flecktarn zu jeder Zeit die aktuelle Mode ist. Überall sind Soldaten. Wenn du als Kind Verstecken mit Freunden spielst, dann liegt in jedem zweiten guten Versteck schon ein Soldat in der Grundausbildung und jagt dich wieder weg. Und ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennen, tritt niemals auf einen grünen Stein, es könnte ein Granny drunter sein. Das war meine Realität in der Jugend. Und so eng mit der Truppe hier im Raum, wie das bei mir der Fall ist, ist, glaube ich, nur meine liebe, tolle, geschätzte Kollegin von der FDP, Marie Agnes Strack-Zimmermann, verbunden. In der SPD sagen wir liebevoll unser Panzermariechen. Und liebe Kollegin Strack-Zimmermann, ich habe mich vorhin gefragt, ob Sie eigentlich die einzige Person der FDP hier im Raum sind, die den Orden noch nicht bekommen hat. Ich weiß nicht, ob die Chancen mit heute Abend gestiegen sind. Mir wurde ja
Mir wurde ja gesagt, der AKV ist eigentlich überparteilich. Ich habe mal recherchiert, hier sind aber mehr FDPler als im gesamten Deutschen Bundestag. Und selbst wenn die FDP irgendwann Geschichte sein sollte, hier wird sie ewig leben. Mit der FDP, lieber Kollege Kubicki, ist das ja ein bisschen wie mit Sylt. Ständig vom Untergang bedroht, aber vermutlich in 100 Jahren noch da und eigentlich auch ganz schön. Zurück zu Ihnen, liebe Kollegin Strack-Zimmermann. Bei Lanz haben Sie ja neulich gesagt, Sie könnten auch Ministerin. Aber ich will Ihnen mal sagen, so funktioniert das nicht. Ständig bei Lanz rumsitzen, klug daherreden und der Meinung sein, so könnte man ein Ministeramt ergattern. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich soll übrigens auch schön von Karl Lauterbach grüßen heute Abend. Und nochmal zur Bundeswehr. Sind ja heute ausgerechnet die so scharf auf die Bundeswehr, die früher nichts mit der Truppe zu tun haben wollten. Ich meine, die Grünen sind heute heißer auf Waffen und Uniformen als so mancher Schützenverein nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Da geht das mit dem Ostermarsch direkt auf den Truppenübungsplatz. Ich warte eigentlich die ganze Zeit drauf, dass der Hofreiter Toni sich irgendwo an einen Panzer klebt aus Solidarität, liebe Narren und Narren. Und ich habe ja gesagt, für mich ist das hier Neuland und deswegen brauche ich noch ein bisschen Hilfe. Bei einer Sache brauche ich Ihre Unterstützung. Ich habe gestern eine SMS gekriegt, die kann ich nicht wirklich einordnen. Vielleicht kann das jemand tun. Ich lese sie mal vor. Lieber Lars, du bist ja morgen in Aachen. Wenn sie da im Käfig sitzt und redet, bitte einfach zusperren und den Schlüssel wegschmeißen, dein Robert. Ich hab die Grünen ja gern und FDP natürlich auch. Wissen Sie, mit einem Selfie, erinnern Sie sich noch dran, mit einem Selfie fing das ja an. Der Volker, die Annalena, der Christian, der Robert. Ich habe damals so gedacht, Mensch, TKKG sind ganz schön alt geworden. Aber am Ende bin ich ja froh und dankbar, dass wir als SPD dazukommen durften. Und zu guter Letzt, lass mich das noch sagen, wir Deutschen sind oftmals gut im Jammern und im Klagen. Lasst uns doch mehr sehen, was wir alles Gutes schaffen. Das wünsche ich mir, denn es sind viele tolle Sachen. Zeitenwende, Energiekrise, Inflation, das ist sehr viel. Wer schafft das schon? Wir schaffen das zusammen. Sogar mit der Modernisierung des Landes haben wir angefangen. Wenn ganz links und ganz rechts versucht zu spalten, dann sind wir es, die in der Mitte gut dagegenhalten. Unser Land hat eine starke Mitte und deshalb eine große Bitte. Das Glas ist mehr als halb voll und nicht halb leer. Ich sage Aachen, danke sehr. Vielen Dank. Die Jungfernrede von Lars Klingbeil. Herzlichen Dank. Und darauf ein dreimal kräftiges Oche. Lars Klingbeil. Oche. So, reden kann er, das haben Sie jetzt gemerkt, aber was Sie vielleicht nicht wissen, er war lange Jahre lang Sänger und Musiker in einer Band. Hier ist die Ukulele. Wir machen das jetzt ohne Worte. Ich sage Ihnen einen Namen, Sie können sich setzen. Und Sie machen einfach einen Akkord, einen Ton oder eine Melodie. Und der erste Name lautet, was fällt Ihnen musikalisch ein zu? Olaf Scholz. Also auf jeden Fall was Schönes. Okay, Friedrich Merz. Den mag ich ja auch, aber da sind manchmal so ein paar Störgeräusche dazwischen. Wir arbeiten noch dran. Okay, Wolfgang Kubicki. Der ist elegant. Zwei haben wir noch. Julia Klöckner.
glaube, mit der kann man feiern. Und last but not least, unsere Ritterin in spe, Annalena Baerbock. Auch was Schönes. Ist eine tolle Kollegin. Lars Klingbeil, meine Damen und Herren.